So, dann wollen wir noch mal eine Sache probieren und das ist leichte Kompression, die uns ein bisschen mehr die Transienten trennt von dem, was im Average passiert, also im RMS, in der mittleren Lautheit. Bisschen mehr Schmackes rausholt. Dann nehmen wir auch wieder ein ganz, ganz böses Ding, was sich nämlich Abyss nennt. Das ist auch von Pulsar Modular. Da bin ich gerade dabei, das zu lernen. Das Ding ist der absolute Wahnsinn. Und wir setzen mal alles so auf Default. Ich habe hier so ein paar Einstellungen, die ich sowieso schon vorgenommen habe. Die Attack relativ hoch. 100 Millisekunden. Die Release auch. Sidechain-Filter setzen wir mal in diesem Fall auf etwa 100 Hertz. Alles darunter soll das nicht so triggern. Es soll eine Kombination aus Soft und Hard Knee sein. Soul, da erkläre ich gleich was zu, setze ich komplett runter. Saturation brauchen wir auch nicht, sonst ist es einfach nicht gleich laut. Das kommt dann noch. Und den Input-Gain vom Saturationstool müssen wir auch nicht. Also, das ist ein Kompressor von dem lieben Siat, eben Pulsar Modular, was ich eben schon mal gesagt habe, wo wir auch den P42 Climax von haben. Da, dieser Bad Boy sozusagen. Und dann gibt es jetzt mittlerweile einen Kompressor, der extrem versatil ist. Dieser Kompressor soll ganz, ganz viele Emulationen von Analogien nachahmen, mit insbesondere Einstellungen, die wir hier so kennen, von Soft bis Hard Knee. Eine Kombination aus eher so optomäßigem Verhalten bis hin zu VCA und FET-Verhalten. Ich packe das immer so ein bisschen mehr hier so hin. Er soll sehr, sehr subtil arbeiten. Wie gesagt, Kompression wird meist überbewertet. Er hat schon einen Boxton. Das haben die extra gemacht. Fügt schon harmonische hinzu, wenn man ihn insertiert. Ist jetzt nicht so das Ding, was clean sein soll. Und bietet uns mit diesem Soul und mit dem O2-Regler ganz, ganz verschiedenste geile Harmonics, die sozusagen überschwappen und überblenden zwischen verschiedenen Hardware-Kompressoren, die sie da gemodelt haben. Und das ist natürlich abgefahren. Wie man immer so schön sagt, oh, Compressor to rule them all, sozusagen. Und das ist der Ansatz. Und jetzt wollen wir mal gucken, was wir mit dem Schweinetool erreichen können. Erstmal auch checken, dass wir nicht auf Placebo arbeiten, dass wir auf Post sind. Sonst sind wir im Placebo-Bereich. Oh, klingt geiler. Und dann sind wir auf Pre und hören das ohne Plugin ab. Also los. So, meine Brüder, und wenn ihr euch immer gefragt habt, du Fuzzy, wie machen wir das denn eigentlich, dass wir mal richtig hören, ob wir Attack und Release Rate hier eingestellt haben? Zwei Wege führen nach Rom. Weg Nummer eins. Ihr übertreibt die Kompression und hört euch an, was die Kompression macht. Wie bounced sie mit der Musik? Wann lässt sie los? Schnauft das Ding? Distortet es? Ist zu viel Distortion drin? Ist die Release zu kurz? Sind die Transienten weg? Ist die Attack zu kurz? Anpassen. Punkt Nummer eins. Weg Nummer zwei. Man bietet euch ein fantastisches Plugin, siehe da. Pulsar Modular Abyss. Ist ja richtig wie so ein Verkaufsgespräch. Und es bietet euch eine Delta-Funktion. Oh Und jetzt mein zieht euch das Gott! rein. Let's go! Was wird komprimiert? Wie wird es komprimiert? Jetzt höre ich es genau. Demaskieren, sich nur das Delta anhören, Attack und Release anpassen. Ja? Und dann mit dem Threshold runter. Ihr kennt es im Mastering-Bereich 1 zu 2, 1 zu 3 zu 1. Wir wollen da nichts falsch machen. 2 zu 1 Ratio und so ist alles viel zu viel. Dann in Parallel. Ja? Let's go. Und jetzt gehen wir gleich zu Soul und O2, wo euch der Hut wegfliegt. Zieht es euch rein. Let's go. Erstmal anpassen, so 1 dB Gain Reduction, 0,5 bis 1 dB, mehr will ich gar nicht. Und für all die wunderschönen Brüder und Schwestern, Schwestern sind leider nicht dabei, aber Brüder, die glauben, man könnte das Plugin nicht noch besser machen. Ich präsentiere ein neues VU-Meter. Haha! Und noch eins, für die, die Neonblau mögen.
Und let's go! So far so good? Habt ihr ohne und davor gehört und ich bin leiser? Ihr merkt richtig, wie die Musik anfängt zu pumpen, so wie sie das braucht. Ganz leichtes Pumpen mit Attack und Release von Kick und Snare. Ganz, ganz wichtig bei so einer Musik, damit diese Lautheit auch da ist. So, und das Gefühl, dass du artifizielle Transienten hast, kannst du mit dem Kompressor erreichen. Ihr seht, 84 Millisekunden, schön masteringgerecht. Bloß nicht zu kurz, sonst schneidest du mir die Transienten ab. Abhängig davon, wie ich alles andere hier einstelle. Ratio und natürlich auch das Verhalten, das Regelverhalten, ja? So, jetzt gehen wir mal auf Soul. Give him Soul. Ich weiß nicht, was die da gemacht haben, aber es klingt unfassbar. Es wird deutlich harmonischer. Mich haben diese beiden Plugins umgehauen. Ich übertreibe es jetzt natürlich ein bisschen, weil es einfach auch Spaß machen soll. Das Geile kommt jetzt noch. Sobald man, das ist das, was mir der Matthias von Pulsar Modular erklärt hat, sobald du quasi fertig bist mit deiner Soul-Einstellung, heißt der Hardware-Kompressor, den du emulieren möchtest, von deinem Gehör. Ich weiß ja nicht, welcher das ist. Ich will es nur nach meinem Gehör, was ich da für eine Kompressionsart hören möchte, Input-Output-Transformer-seitig, benutzt du den O2-Button. Und jetzt fliegt dir gleich der Hut weg. Das ist so eine Art, ich würde sagen, Psychoacoustic Enhancement. Hör mal rein. Ciao. Alles, was an Höhen weggefressen wird durch die Kompression, gib mir ein bisschen Sauerstoff, Baby. Okay. Ganz, ganz böse Tools. GUI, unfassbar. Das muss man einfach sagen. Das Ding macht Spaß. Das macht Siad unglaublich. Ich meine, guckt euch das an.